Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Diese trigonometrischen Grundgleichungen sind Sinn gleich Sinn, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Deren Auflösungen werden im Tutorial D5.0.29 im Detail erklärt. Bei dieser Art trigonometrischer Gleichung sorgt man zuerst dafür, dass die Vorzahl von Cosinus von x 1 ist. Wenn sie nicht 1 ist, dann teilt man die ganze Gleichung durch diese Vorzahl und nach dieser Division ist die Vorzahl von Cosinus von x gleich 1. Anschließend drückt man die Vorzahl von Sinus von x als Tangens von einem Winkel aus. Das ist für jede reelle Zahl möglich. Hier ist die Vorzahl 1 und 1 ist der Tangens von Pi Viertel. Also schreiben wir unsere Gleichung so. Jetzt drücken wir Tangens von Pi Viertel als Sinus von Pi Viertel geteilt durch Cosinus von Pi Viertel aus und dann multiplizieren wir die ganze Gleichung mit Cosinus von Pi Viertel. So erhalten wir diese Gleichung. Wir vergessen nicht, auch rechts mit Cosinus von Pi Viertel zu multiplizieren. Das heißt, rechts haben wir dann minus 1 mal Quadratwurzel von 2 halbe. Das heißt, minus Quadratwurzel von 2 halbe. Hier links sehen wir Cos, Cos plus Sin, Sin. Durch die entsprechende Additionsformel vom Cosinus ergibt das also Cosinus von x minus Pi Viertel. Und diesen Bruch können wir ebenfalls als Cosinus ausdrücken, denn dieser Bruch, das ist dasselbe wie Cosinus von 3 Pi Viertel. Also erhalten wir so diese Grundgleichung Cos gleich Cos. Diese Grundgleichung löst man so, wir deuten, Cosinus vom ersten Winkel ist Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zu plus minus diesen zweiten Winkel plus 2k Pi mit k ganzer Zahl. Also übertragen wir das hierhin. Cos gleich Cos hat als Lösungen der erste Winkel x minus Pi Viertel ist gleich zu plus minus diesen zweiten Winkel 3 Pi Viertel plus 2k Pi, also so. Und wir sehen, dass das sofort zu zwei Fällen führt. Der eine mit Plus und der andere mit Minus. Wir haben also diese beiden Fälle. Schauen wir zuerst mit Plus. Dann steht hier x minus Pi Viertel gleich 3 Pi Viertel plus 2k Pi. Minus Pi Viertel setzen wir rechts rüber. Dann steht rechts 3 Pi Viertel plus Pi Viertel, das sind 4 Pi Viertel, also Pi. Und dann noch plus 2k Pi. Jetzt schauen wir den zweiten Fall mit Minus. Auch in diesem Fall setzen wir minus Pi Viertel rechts rüber. Dann steht rechts also plus Pi Viertel minus 3 Pi Viertel. Das sind minus 2 Pi Viertel, also minus Pi halbe. Und hinten dran steht noch plus 2k Pi. Somit haben wir also die Lösungen dieser trigonometrischen Gleichung gefunden. Wir zeichnen all diese Lösungen noch in den trigonometrischen Kreis ein, um zu sehen, ob man sie nicht kürzer fassen kann. Nein, kann man nicht. Also stecken wir sie so in die Lösungsmenge hinein. Vergesse nicht zu vermerken, dass k eine ganze Zahl sein muss. Und die trigonometrische Gleichung ist somit gelöst.